Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Attack of the B-Team. Ich muss ja mal die Büschchen wieder abernten. Du warst hier oben drinnen, oder? Die einzige Kiste, die ich so halbwegs, sortiert habe. Zwar ist hier das ganze Zeug von Tinkers Construct und die Bären drinnen. So, wir wollten ja hier ein bisschen was an Lagersystem bauen und dafür brauchen wir Pipes. Ich glaube, Routed Injection Pipes. Wir brauchen Green Illuminar, dafür brauchen wir Glowstone Dust. Ich glaube, an Glowstone Dust haben wir nicht mehr so viel. Na, das heißt, wir müssten mal in den Nether und uns Glowstone Dust holen. Und zwar ziemlich viel. Das ist was wir jetzt ziemlich viel brauchen. Ich habe gerade gedacht, ich wäre im Creative Mode, deswegen bin ich einfach durchgehuscht, aber nein. Wo haben wir denn hier irgendwo Glowstone? Hier ist Glowstone. So, ich will natürlich auch möglichst nichts daneben gehen lassen. Ich müsste eigentlich noch ziemlich viel Platz in meinem Inventar dafür haben. Natürlich muss es hier Feuer geben. Macht ja sonst keinen Spaß. Es ist aber trotzdem noch ziemlich viel daneben gefallen. Schauen wir mal, ob irgendwo eine schönere Quelle von Glowstone ist hier irgendwo in der Nähe von meinem schönen Portal. Nicht, dass ich mich schon wieder hier irgendwo verlaufe im Nether. Das mache ich gern. Also jetzt sollte ziemlich schön abbauen zu gehen. Oder abbauen zu sein. Hilfe. Teilweise ist mein Deutsch sehr komisch. Seelensand. Seelensand. Hallo. Zwei Stacks, ich hätte gern noch ein bisschen. Ich glaube, wenn ich das hier drüben abbaue, dann sollte ich eigentlich ziemlich dabei sein. So, und am besten so, dass das ganze Zeug nicht in die Lava fällt. So, ich lasse da auch immer gerne ein bisschen noch was stehen von Glowstone. Nicht, dass es hier irgendwo so blöd ist, dass man da nichts mehr sehen kann. Von der Beleuchtung her. Ja, es sollte eigentlich jetzt erstmal reichen. Wir sind ja noch nicht so weit. Wir brauchen dann auf jeden Fall Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Das heißt, ich sollte mir auch mal eine Kaktusfarm anlegen. Habe ich da jetzt noch irgendwo Sand? Sand für eine Kaktusfarm. Ja, wenn dann eigentlich hier oben drinnen, aber das ist schon durchgeschmolzen. Zwei und zu Glas. Glas brauchen wir dann auch wieder später. Sand, Sand, Sand. Giant Flower Stem. Bekomme ich auch dir zufällig grüne Farbe? Nein. Na, natürlich nicht. Nein, ich habe generell keinen Sand. Wir brauchen nicht viel. Werde ich mir jetzt mal schnell hier vorne holen. Wenn ich hier irgendwo Sand finden würde, bis auf dieses kleine Fleckchen. Da vorne ist ein bisschen was. Ja, es ist weit genug entfernt. Wobei, wir müssen uns eh Kakteen suchen. Und wo Kakteen sind, ist normalerweise auch Sand.
Haben wir hier irgendwas Größeres an Wüste schon mal gehabt? Naja, hier oben könnte was sein. Das heißt, wir müssen hier über den großen zugefrorenen Teich. Vielleicht finden wir da oben dann die Kakteen und alles, was wir brauchen. Und man braucht für das Lagersystem richtig viel Farben. Und noch andere Sachen, aber Farben sind eigentlich das Blödeste zu finden. Ich finde es immer wieder schade, dass hier in dem Modpack kein ME-System mit drinnen ist. Und nein, ich installiere es mir nicht mit rein. Hier hinten, irgendwo. Was sind denn diese hellgrünen Fleckchen? Sind es diese komischen Bäumchen hier? Was seid denn hier für Bäumchen? Oder nee, das sind sehr, sehr komische Dinger. Wasser. Auf jeden Fall Wasser. Ah, gut, es gibt hier Kakteen. Da habe ich jetzt gerade mehr abgebaut, als ich eigentlich gedacht habe. Ich verstehe manchmal nicht, wieso du nur eins wegnimmst hier. Oh, ich hätte mein Holz vielleicht doch ein bisschen auslagern sollen. Aber ich brauche ja nicht viel. Ich brauche hiervon was und dann brauche ich Kakteen. Seid ihr schneller abgebaut, wenn ich sie euch mit der großen Axt umpflanze? Ja, auf jeden Fall. Aber hier gibt es so wenig Kakteen. Na, da sind ein paar. Wir brauchen dann auf jeden Fall noch anderes an Farben. Das heißt, Blümchen und alles müssen wir dann auch noch pflücken gehen. Teilweise ist man hier wirklich am Suchen nach Blümchen. Es gibt auch ein spezielles Biom mit speziellen Hühnchen, die, ich glaube, rot und gelb gefärbt sind und die lassen dann auch Blumen fallen. Aber ich bin jetzt hier auf dieser Map noch nicht auf dieses Biom gestoßen. 21 Kakteen nur. Sind auf jeden Fall Blumen. Brauche ich nicht. So, dann würde ich sagen, wir holen uns hier mal die Blümchen, die wir finden. Damit wir hier schon mal ein bisschen mit den Farben vorankommen. Ich meine, hier gibt es eigentlich ziemlich viel an Blumen. Ob es die richtigen sind, weiß ich allerdings nicht. Das werden wir dann später sehen. Rot brauche ich auf jeden Fall. Blau brauche ich dann auch. Wie macht man denn hier Blau? Ich glaube, ihr hier gebt Blau. Ich habe natürlich wieder keinen Platz, um euch einzusammeln. Ruhe! Habe ich die jetzt zerstört mit dem Schwert? Ich hoffe mal nicht. Oh, es gibt hier so viele schöne Biome. Da weiß man gar nicht, wo man hinziehen soll, wenn man noch kein Haus hat. Blümchen. Natürlich habe ich für euch jetzt auch wieder keinen Platz. Hier, Oakwood weg. Was nehmen wir denn hier alles mit an Blumen? Ah, Covenwitch.
Ajo, hast du irgendwas Interessantes? Eine Eisenschaufel, toll. Eisenschaufel und gebratener Fisch. Das ist jetzt nicht so wirklich das, was ich wollte. So, Dandelion, die sind, glaube ich, für weiß. Wenn ich Glück habe, könnte ich hier ziemlich viel an Farben rausbekommen, die ich brauche. Hier gibt, glaube ich, schwarz. Ich weiß es aber nicht mehr. Okay, wir sollten jetzt aber auf jeden Fall mal zurück. Zeit ist auch schon ziemlich vorbei. Sand und Kakteen. Euch will ich auf jeden Fall anpflanzen. Ich weiß nicht, braucht man Wasser, um Kakteen anzupflanzen? Ich weiß es nicht. Letzte Kakteenfarm, die ich gebaut habe, ist schon sehr, sehr lange her. Aber theoretisch wachsen die hier ja auch in der Wüste ohne Wasser. Flieg schneller! Mann! Bin ich hier übermorgen noch da? Eieiei. Muss wirklich mal was finden, um schneller zu fliegen hier drin. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja, eigentlich ziemlich gut. Nein, ich wollte jetzt nicht abstürzen, danke. So, zu essen brauchen wir auch mal wieder was. Sonst verhungern wir hier noch auf unserem Heimweg. Ja, die Folge wird eindeutig ein bisschen länger. Okay, aber ich merke schon, wenn ich Enderperlen brauche, sollte ich in dem Biom hier Ausschau halten. Nicht nur, weil hier einige spawnen, sondern dadurch, dass es hier so ziemlich flach ist, ohne Bäumchen und sowas, kann man die auch recht gut erkennen. Muss nicht schauen, ob sie sich zwischen irgendwelchen Bäumen verstecken. Ah, gleich daheim, gleich daheim, gleich daheim. Und die Werkzeuge müssten sich auch mal wieder demnächst aufladen. Da ist unser Haus. Unser Haus. So, natürlich habe ich jetzt den Sand wieder hier rausgelegt. Das war sehr klug. So, ich weiß nicht, es müsste theoretisch so gehen, oder? Wenn nicht, wenn ich noch Wasser dazwischen brauche, dann muss ich halt mal schauen, dass ich hier wieder was lege an Wasser. Kann ich eigentlich hier zwischendrin auch einen Kaktus pflanzen? Ja! Das heißt, wenn ich so das Ganze mache, sollte ich hier eigentlich mehr unterbringen. Es könnte dann nur ein bisschen wehtun, wenn ich die dann ernten will. Wieso habe ich dich jetzt da oben drauf gesetzt und wieso kann ich dich da überhaupt oben drauf setzen? So, Kakteen sind gepflanzt und ich würde sagen, weiter geht's auch in der nächsten Folge und bis dahin, tschüss!